Ich befinde mich hier am Bebelplatz. Es ist ein geschichtlich-historischer Ort in Berlin. Wegen den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine findet hier eine Kundgebung statt. Stimmen zum Krieg. Es ist nicht irgendwo Krieg, sondern zwei Flugstunden von Berlin entfernt, dass die ukrainische Bevölkerung mit Raketen und Bomben beschossen wird. Demonstriert wurde hier am Bebelplatz aus Sympathie und Solidarität mit dem Volk der Ukraine. Es wurden Autoren und Autorinnen aus ganz Europa und der Ukraine zugeschaltet. Musikalisch begleitet wurde die Kundgebung unter anderem vom Wolnychor aus Belarus. Ist es jetzt gerade, sowas zu veranstalten? Na, ich meine, wir haben das auch in die Ukraine hinein kommuniziert natürlich und es gibt einen Livestream. Die Leute sehen, ob in Odessa, Kiew oder sonst wo in der Ukraine, können sie die Veranstaltung nachsehen oder auch später sich anschauen. Und es ist natürlich klar, es sollte jetzt gezeigt werden, deshalb auch die großen und die kleineren Demonstrationen in der letzten Woche, dass wir Solidarität, was wir empfinden, dass wir eine Empathie empfinden für die Menschen dort und für die Flüchtenden. Der Osteuropa-Historiker Professor Dr. Karl Schlögl eröffnete die Kundgebung mit bewegenden Worten. Wir sind bestürzt, weil wir Zuschauer sind, die wir nicht sein wollen, die wir aber lange genug waren. Wir haben es uns nicht vorstellen können, das war die rhetorische Formel der letzten Tage. Ja, und wir können uns nicht vorstellen, was noch kommen wird. Die Bilder von der neuen Ukraine, die wir seit der Revolution auf dem Maidan im Kopf hatten, werden nun mit Blut getränkt und mit Trümmern übersät. Kultursenator Klaus Lederer sagt mir, wie wichtig es ist, hier teilzunehmen. Ich glaube, es gibt hier zweierlei Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen erstens denjenigen, die jetzt hierher kommen und die Hilfe brauchen, und das ist erst der Anfang, tatsächlich helfen. Ich hoffe, dass die Solidarität lange genug hält und trägt. Und das Zweite, was mindestens genauso wichtig ist, ist deutlich zu machen, dieser Krieg ist eine Völkerrechtsverletzung, ist eine gänzlich inakzeptabel und muss beendet werden. Ich glaube, dass solche Zeichen im Kleinen vielleicht Putin nicht so sehr beeindrucken, aber die pure Masse derjenigen, die auf der Welt sagen, wir wollen diesen Krieg nicht beendet, diesen Krieg zieht die russischen Truppen zurück, ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Aus 43 jahrzehntelang gelebt hat. Juri Gorsi kam mit 20 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland und arbeitet heute als DJ und Radiomoderator in Berlin. Man überhaupt zum Schlafen kommt, bedeutet für mich seit inzwischen eine Woche sofort mit den neuesten Nachrichten aus der Ukraine konfrontiert zu werden. Und eine gute Nachricht heutzutage bedeutet im besten Fall nur etwas weniger von den schlechten Nachrichten. Ich finde, dass wir alle alles tun sollen. Und ich kann nicht viel. Was ich mache, ist, mache Musik und bin seit ein paar Monaten eigentlich offiziell Autor geworden. Mein erstes Buch ist jetzt draußen, aber statt Promo für mein Buch zu machen, schreibe ich jetzt ein Tagebuch über das, was ich erlebe, was meine Heimat erlebt, weil, wie ich das, was ich fühle und was ich von ganz vielen Freunden in der Ukraine und von der Familie mitbekomme. Und genau, jede zwei Tage gibt es einen neuen Eintrag, Tagebucheintrag im Tagesspiegel. Und es ist für mich das Wichtigste, was ich tun kann. Und halt bei jeder Demo, bei jeder Soli-Veranstaltung, bei jeder Benefizveranstaltung vor allem, weil wir müssen Spenden sammeln. Und wenn ich als Musiker die Leute dazu animieren kann, spenden, dann glaube ich, habe ich mein kleines Ziel erreicht. Und unser großes Ziel ist natürlich, dass es verdammt nochmal aufhört, so schnell wie möglich, möglichst heute. Vielen Dank. Und wo genau bist du? Wo genau bin ich? Was? Woher bist du genau? Ich komme aus Kharkiv. Die Stadt 40 Kilometer, also im Osten der Ukraine 40 Kilometer von der Grenze, wo, also die Stadt, die seit Tagen kräftig bombardiert wird. Und ich weiß immer noch, also ich weiß nicht, ob mein Haus noch steht. Meine Schwiegereltern sind noch in der Stadt.
ganz viele Freunde sind noch da. Das ist das Schlimmste, was ich glaube, hier erlebt habe. Der Putinismus ist aus dem großen Faschismus gewachsen. Sehr betroffen. Er ist eine aktuelle Verwendung. Solidarität mit der Ukraine für unsere Freiheit.